Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Auch zu einem neuen Format, ihr seht es, auf sehr professioneller Ebene. Denn wir befinden uns hier in einem Büro mit meinem Bruder Ermin. Was geht, Bruder? Und wir haben was sehr Cooles, Neues für euch, was ich machen will. Und zwar ist das, wie ihr schon schwer erkennen könnt, ein Podcast, was so mehr in, also ein E-Sport-Podcast über das labern, über FIFA reden und so, über meine Sachen reden und ja, auch mit sehr vielen Gästen, wie wir geplant haben. Und ja, wie wir den Podcast nennen, der Name des Podcasts ist, Ermin sagt ist mir, Two and a Half Brothers. Wieso das? Das war eigentlich Stefan seine Idee, Weltklasse-Idee. Wir sind ja zwei Brüder. Dann wollen wir immer Gäste hinzufügen, so wie Umut, Musti, Dullen etc. So E-Sportler oder auch falls Sydney, Willi, Eli, alle etc. Das sind ja alles unsere wie Brüder. Ja. Und deswegen Two and a Half Brothers. Ja. Also statt der halbe Mann, der halbe Bruder. Und Dankeschön an Pespila, deshalb hat er mir noch den Namen Stefan erwähnt, genau. Ist von Pespila. Dankeschön, dass ihr das Ganze hier zur Verfügung gestellt habt. In Wien, das Büro. Ihr seht, es ist richtig. Sehr professionell. Die auch Kameras mit Background, sind auch Lichter. Richtig krass. Also wir haben hier vieles vor, auch mit sehr vielen coolen Gästen, mit meinem Bres, ihr wisst. Und ja, in dem Podcast heute, im ersten, wird es um vieles gehen, Leute. Es wird gehen um, wie ich begonnen habe, wie ich begonnen habe, mein erstes Turnier gewonnen habe, wie ich immer besser wurde in FIFA, wie ich meinen Bruder mit 14, 15 besiegt habe in FIFA. Und ich dann geschlagen habe. Wie ich meine Fußballkarriere auch beendet habe, na, leider wurde ich Fußballer und immer wie ich die Jungs auch kennengelernt habe, Eli, Sid, Willi, alle, das wird alles kommen, Leute. Und ja, bleibt dran, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst Support da. Würde mich sehr freuen, Ermin auch. Und ja, wir gehen jetzt rein. Wir fangen an, also ich bin der Meinung, wir sind wie Thanasis und Giannis Antetokounmpo. Falls ihr es kennt, Thanasis und Giannis, der ältere Bruder, der spielt, ja, er spielt in der NBA, aber Giannis ist halt der kleine Star. Erfolgreicher, ja, erfolgreich. Und es war halt, ich war richtig gut in FIFA, aber damals, es gab nicht online, dass man spielt, Foot Champions. Wir Freunde haben geschwitzt zu acht bei irgendwem zu Hause, Anstoß, FIFA, ja. Barca, Real. Paris, weißt, Barca, alles. Eldin durfte nie mitspielen, weil er zu jung war. Wir waren 16, 17, Eldin war halt 10, 11 und mit 16, 17 ist halt andere Themen, ist halt lustiger. Ja, als und sobald Ermins Freunde da waren zu Hause, es war richtig geil für mich. Ich glaube, jeder Jüngere kann das fühlen. Sobald man mit Älteren ist und so chillt mit denen, ist das beste Gefühl. Ja. Beste Gefühl. Und ja, dann hat es begonnen. Wir haben FIFA gespielt und so mit 14, 15. Ermin hat damals, also er hatte immer, zum Glück, unsere Mutter hat ihm und Oma hat, Ermin hat immer PlayStation bekommen. Immer, jede FIFA. PlayStation habe ich von meinen Eltern bekommen. Also er hat das immer bekommen, aber wir hatten halt keinen PC so. Wir, hatten, ja. Wir waren halt komplett Konsolenspieler, wie man das sagen kann. Und er hatte immer FIFA. FIFA 14, 15. Davor war PES. Davor war PES. Aber da ist mein Kopf schon weg. Aber du warst zu klein, ja. Ich habe PES mit so PES 12, PES 13. Dann war so PES komplett vorbei mit 12, 13. Das war FIFA-Time, hundertprozentig. Ja. Und dann, er beginnt mit FIFA und so, das war sein ganzes, also wir waren halt immer schon auf Fußball, mit Fußball am Start. Ja. Ermin hat in österreichische Bundesliga Jugend gespielt, bei Admira, ich auch. Die erste Mannschaft ist mittlerweile zweite Liga. Ja, mit 12 hat man gedacht, man wird krasser Profi. Und dann mit 15 bin ich schon. Ja, Ermin hatte mit 12, 13 oder 14, er hatte Nummer 10 bei Admira und so. War wirklich Nummer krass. 10 war schon Standing. Das ist nicht mehr wie heute. Na, heute Nummer 10, schau bei Nummer Arsenal. Nummer 10 hat mein Onkel aus Bosnien hat Nummer 10. Wer hat Nummer 10 bei Barca jetzt? Niemand, ne? Ja. Nein. Ansu hat Lamin will nehmen. Ja, sie übertreiben immer. Aber so war immer schon FIFA bezogen. Und sobald ich mit Eltern war, Ermin hat mich weggeschickt aus dem Zimmer. Ihr müsst das verstehen. Er hat mich rausgeschickt, damit ich die nicht besiege vor seinen Freunden und damit er sich nicht peinlich macht vor seinen Freunden. Mein 10-Jähriger hat alle einfach zerlegt in Einzelteile. Das war. Und das war auch so lustig, wir haben auch so lustige Stories
Willst du dir eine Story erzählen mit dem, wo dein Freund oder unser Freund rausgeht und du deinen Spieler ziehst auf seinen Account? Ja, das habe ich Ihnen erzählt. Das war schöne Grüße gehen raus an Floji. Flo war bei mir und dann habe ich gezogen mit seinen Münzen Pack. Damals habe ich Manuel Neuer. Das war WM-Karte, grüne Karte. Das war, sie haben ja diese WM grünen Karten. Deutschland, ja. Und es war so eine krasse Karte, 95er Neuer. Auf seinen Account habe ich schnell verkauft und mir die Münzen rübergeschickt, weil das ging ja damals noch. Auch die ganzen Trades, falls ihr euch erinnern könnt. Wow, weißt du, wie geil das war? Ja, ich weiß, diese Tauschspieler. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich beginne fast zu weinen, wie cool FIFA war. Und da habe ich die Münzen rübergeschickt, aber ich habe es dir nicht gesagt. Oder ja, ich mit und er stand, sag, wo er stand. Ja, bei der Tür, er ist gerade rausgegangen. Und ich habe dann halt weiter Packs gezogen, habe auf seinen Account gezogen und dann mir rübergeschickt. Das war aber krass. Das habe ich Ihnen eh erzählt. Dann aber er war da traurig sogar. Du hast ihm das 3 Jahre später gesagt. Er hat mich dann beleidigt. Ja, aber kommen wir zu meinem Start da mit Streamen und so, wie ich Videos gemacht habe. Mann, das war immer, wir haben immer schon dieses FIFA immer so gut gehabt. Du warst immer wirklich, wirklich krank. Auch wo ich war 18, 19, Eldin 12, 13 und ich habe keine Chance mehr gehabt. Und das hat mich so geärgert. Nach jedem Spiel, ich habe ihn jedes Mal, wenn er mich besiegt hat, ich habe ihn geschlagen. Jedes Mal. Also so brüderlich, ihr wisst das, wie das ist. Jeder, der Geschwister hat oder dass der ältere Bruder da wirklich mit der Zeit, also mit 18, 19, wir haben 6 Jahre Altersunterschied, wir haben uns ein Zimmer geteilt. Es war immer nur FIFA-Anstoß OG, FIFA-Anstoß OG. Und Eldin war wirklich, wirklich gut schon. Und dann hat es so begonnen, so private Turniere, FIFA-Turniere, bin ich immer mit meinen Freunden hingegangen, da ging es um, jeder legt einen Fünfer hin und du gewinnst 100 Euro halt. Kommt drauf an, wie viele Leute da sind natürlich. Und danach bin ich hingegangen und ich so, hey, ich könnte mal Eldin mitnehmen zu so einem Turnier, dass er mir Geld macht, natürlich. So, der erste Gedanke war, 500 Euro Preisgeld, bla bla. Und in meinem Kopf war wieder mit Älteren chillen, wieder perfekt für mich. So. Und Eldin denkt so, ja super, ja, mir nimmt mich mit, wir sitzen so in irgendeinem Café im 12. Bezirk in Wien, so richtig Fenerbahce-Café war das. Ich glaube, und wir sitzen, wir spielen so FIFA und Eldin ist so 12 Jahre. Eldin besiegt, dann regt sich so einer auf, sagt so, ey, Bud, der kann nicht, der ist 12 Jahre, er darf nicht mitspielen. Und dann haben sie Eldin nicht mehr mitspielen lassen. Und dann war das wollte ich sagen, 2 Jahre später war dann, oder 3 Jahre später? Weil es Eldin gerade... Ja, das war FIFA... Das er war hat FIFA auch 19. Geburtstag, jetzt, also gestern. Ja, wir nehmen den Podcast am 3.4. auf. Ja. Und ich hatte gestern Geburtstag, 2.4. Und das war das erste große Turnier, wo Eldin mitspielen durfte, weil du darfst ja erst ab 14 spielen oder 15. Nein, du darfst bei EA turnieren. Ab 16 competen, okay. Also das ist die Regel. Ich glaube, das ist so wegen Packs oder so gemacht, wegen so Wettbewerb. Ab das bei EA-Turnieren ab 16 competen und da durfte man, aber da gab es eine Sonderregel, dass man unter 16 mit dem Turnier mitspielen darf. Genau, keiner hat sich erwartet. Es waren alle österreichischen E-Sportler damals da. Ja, alle von Salzburg, Austria, Rapid und so. Die waren damals Sturm. Nicht so wie jetzt, dass es keine österreichische E-Bundesliga mehr gibt. Ja. Jetzt aber, damals waren alle richtig, richtig gut und die hatten so einen Namen und die waren so bekannt in der Bundesliga. Ja, ich weiß, wo wir Mario Wiska kennengelernt haben. Schöne Grüße auch an Mario. Hey, wir haben gedacht, boah, der ist krass, Rapid E-Sportler, boah. Ja. So Rapid Wien war so wirklich, also... Halt Top-Verein aus der Stadt so. Die besten, für mich die größten 2, 3 Vereine in Österreich, Rapid, Salzburg... Austria und halt Sturm. Sturm, ja. Also 4. Aber das war Mario Wiska, krass. Dann Juno. Ja, Juno, da waren alle österreichischen Pros waren da. Und das Ding war so, ich kannte alle. Und dann FIFA 19, ich wurde 15. Ich habe extra aus Wien Heute Zeitung damals, also das sind 3 Abschnitte zusammengeschnitten auf ein Bild. Das habe ich bis heute neben mein Setup halt, mein Zocker-Setup. Und das hängt da noch immer. Und das war nur oben, war nur ein Ausschnitt. Also so klein war mein Zeitungsartikel. Also richtig nur so unten. Also an irgendeiner Seite so bei der Heute-Zeitung, das ist eine Zeitung, die kommt jeden Tag und ist bei unseren U-Bahnen
einfach gratis abzuholen oder gratis mitzunehmen. Genau, genau. Und das war wirklich so ein Ausschnitt. Schon cool. Und, ja, und ich habe alle, ich habe drei Zeitungen geholt, ausgeschnitten und auf ein Bild hier gemacht. Und das heißt, das war mein erster großer Turniersieg und da war ich frisch 15. Also das war schon... Du musst anfangen so, am 2. April feierte Eldin T. seinen 15. Geburtstag. Für sein schönstes Geschenk sorgte der Hackschüler aber selbst. Das heißt, das ist wirklich aktuell, das ist genau 5 ja. Jahre her. Das, genau, also das ist ganz FIFA 19. Genau 5 Jahre her. FIFA 19. Ich also, weiß, ich habe gespielt in Paris mit Cavani und so. Ja, ja, du hast, ja, genau. Ich weil sie gespielt. Die Stürmer, ja, aber es war nicht. Es war 85er Modus. 85er Modus, das war gell? Toter Modus. Aber die Stürmer waren besser als Flügelspieler. Die Flügelspieler. Und deswegen hast du mit Cavani und. Choupo-Moting und so. Genau, die großen Stürmer. Ich weiß, ich weiß. Da war Eldin schon. Er war clever dabei. Mann. Und hört zu, Turniersieg vor, also ich war frisch 15, ich war komplett anonym, ich war 1, also ich war schon sehr klein. Mann, du warst 1,50. Ihr wisst ja die ersten Videos von Eldin, er war so groß. Das ist nicht schlimm und meine Stimme auch. Hallo, und so. Freunde. Und ich gewinne das Turnier, ich stehe da dazwischen, ich habe Scooter gewonnen, hat so 600 Euro gekostet. In Cash. Ich habe 600 in Cash bekommen, insgesamt so 1,2 so gewonnen. Dann, wir haben das Turnier gewonnen. Jeder fragt sich, wer ist das und so, wie und sowas. Und weil damals, es war so, die Wahrscheinlichkeit war so hoch, dass ein Salzburg-E-Sportler das gewinnt oder Austria-E-Sportler, dass irgendwer anderes halt gewinnt. Dann habe ich das gewonnen. Und das war mein erster Turniersieg und mein erstes Turnier, was ich so gespielt habe, offiziell. Dann, danach, wir steigen in Auto ein. Dieser Typ... Ich musste Prozent abdrücken. Was macht ein 15-Jähriger? Ja, Coach, was macht ein 15-Jähriger mit 600? Ja, eh nicht. Und ich hatte Geburtstag an den Tag. Ja, du hast auch Geburtstag. Ich hatte genau an den Tag, also die Geschichte war so, also ich glaube, Mama musste ihn anmelden, weil er unter 16 war, dann hat sie ihn angemeldet. Und ja. Ich war beim Bundesheer. Ja. In Österreich ist das Bundesheer Pflicht, 6 Monate. Und ich war halt da, das war da war ich in Horn draußen, falls das an die ganzen Österreicher kennen das sicher. Und bin ich extra, am 11. war Quali, habe ich extra meinem Freund Kevin gesagt, bitte fahr Eldin hin, weil Eldin war so richtig klein, schmal, schmächtig wie heute. Oha. Nur, okay, du bist nur groß jetzt, okay. Aber kein Bart. Und die Sache war dann, er hat eigentlich erste Quali-Runde hast du verloren. Ja, ich hatte erste Quali-Runde verloren. Aber man konnte es öfter spielen. Ja. Und das hat uns dann ein E-Sportler dort gesagt. Ja. Und du warst schon am Heimweg? Ja, ich bin nach Hause gefahren. Er hat mich von der Schule abgeholt. Er hat mich von der Schule abgeholt, hat mich zum Turnier gefahren. Ich bin ausgeschieden. Aber das ist sogar die krasseste und dass ich das am Ende dann sogar gewonnen habe. Ja, stell dir das vor. Ich bin hingefahren, ich habe so erste Runde gewonnen oder so, dann zweite Runde gewonnen, dann dritte Runde verloren. Gegen diesen Austrianer hast du verloren. Boah, kannst du dich erinnern, wie der hieß? Der war ganz gut. Ich glaube Peter, oder? Dieser von Austria, der hieß. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich verloren habe. Und dann, ich bin ausgeschieden, er hat mich nach Hause gefahren, er hat mich Lengenfeldgasse aussteigen lassen, ich bin mit U-Bahn nach Hause gefahren. Ich war richtig down, ich war sehr traurig und so. Dann, das war krass. Ermin ruft mich an, meine Mutter ruft mich an und der Freund ruft mich wieder an. Die rufen mich alle an, weil Ermin hat, also bevor dann meine Mutter mich angerufen hat, dieser E-Sportler hat Ermin und dem Kollegen Kevin Bescheid gesagt, dass man sich öfters versuchen kann anzutreten bei dem Turnier. Man kann nicht nur einmal die Quali spielen, ja, man genau. Kann halt, ich glaube dreimal, weil ja, das konnte es drei oder so versuchen konnte. Ja, dreimal machen. Du musst halt einmal qualifizieren, ja. Damit du so dann Knockout und so dann so reinkommst, richtig. Es war so, alle rufen mich an und ich sitze zu Hause und ich sage mir, okay, ich muss da jetzt nochmal hin. Und ich schwöre es euch, es war wirklich so. Ich saß da dann zu Hause, war richtig traurig und so normal. Wenn man jung ist und so, ja. Vom FIFA verliert und sowas, man ist abgefuckt und sowas. Heute bin ich da ein bisschen anders. Aber ich bin dann alleine hingefahren, mit U-Bahn wieder und sowas, alle. Bin durch irgendwelche Garagen gelaufen und so. Da bei Wien Energie, weil ich nicht wusste, genau, wo ich hin soll. Ich glaube, Spittelau ist das. Ja, das ich wusste, ganz ich große Gebäude, irgendwo unten. In irgendein Eingang und sowas, das war so versteckt. Ja. Komme ich da wieder hin und so. Und dann habe ich geschafft, das Ganze zu gewinnen. Ja. Das war mein zweiter Versuch. Nein, ich bin direkt dann dorthin gekommen. In Bundesheerkleidung, ja. Ich war im Bundesheer-Outfit, alles. Und ich habe auch gespielt. Und ich habe mich sogar auch qualifiziert.
Aber am nächsten Tag war er weg und so. Ja, dann halt habe ich gesagt, ey, ich gewinne das eh nicht, lass Elding, er braucht Unterstützung. Dann war er mit meinem Coach, ab dann. Aber, ja, das war mein erster Turniersieg, aber mit drei Versuchen, also mit, es gab drei Versuche und ich habe verloren und bin nochmal hingegangen und so und habe das am Ende gewonnen. Und am Ende hast du es wirklich gewonnen und das war der Anfang. Ja. Dann. Du musst dann denken, was danach war. In unserem Kopf war danach, ohne Spaß, weil ich ja noch so jung war, wir dachten danach, Rapid, Austria, okay, wer will mich? E-Sportler, das wird Profiverträge wir führen. Wir dachten jetzt wirklich E-Sportler, weil zur FIFA 19 Zeit auch, war E-Sport sehr, FIFA war sehr angesehen. Mord WM gewonnen, FIFA 19. Meinst, war 19? Ja, weißt du, wie viele Zuschauer das waren und so? Ja, aber nicht zu vergleichen Corona. Wie jetzt. Das war unglaublich, auch Tex und sowas. Tex hat, glaube ich, FIFA 19, 18, der hat alles weggemacht und gab's sowas. Gab's die Food Champions damals, gell? Ja. Diese Ja, ich glaube schon. Also ich glaube mehr, dass 18 war. Und die haben alles so rasiert und ich habe so zu denen hochgeschaut halt. Und der Austrian Tex. Ja, ich habe mich Austrian Tex genannt. Austrian Tex. Und das habe ich sogar, das habe ich Tex sogar gesagt, wo ich ihn gesehen habe. Und der verarscht ihn bis heute, Austrian Tex. Ja. Fanboy. Er sagt Fanboy. Ja, er hat Fanboy zu mir gesagt. Tex. Und dann habt ihr gespielt gegen Spiel 7. Also beide waren 6-0. Ja, letztes FIFA. In Quali und dann hat er dich knapp. Er hat gewonnen, dieses Eier-Tor mit Walker, gell? Dieser R1X reinpassen gegen Fuß und dann geht so in eigene Tor. Ja. Aber das war eine Story von erster Turniersieg. Okay, der jetzt nach meinem ersten Turniersieg. Ich habe da aber noch immer Fußball gespielt. Ja. Aber ich war nicht mehr so, also ohne Spaß, am besten war ich wirklich U12, 13 und so bei Admira. Ich habe gegen Barca gespielt. Ich habe Bilder davon. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das sogar einblenden, mal schauen, wie das dann gemacht ist. Wenn wir die Bilder haben, wo ja, doch, ich habe Bilder du? Barca. Normal. Dort weißt du, weißt du? Kennst du diese Wimperl? Wimperl. Na, wer ist das? Ich weiß nicht. Wimperl, glaube ich. Ich weiß nicht. Dieses Wappen, was sie sich geben am Anfang, gegenseitig. Und so, ich habe das, irgendein Kapitän hat von uns bekommen und sowas. Und ich habe jedem Barca-Spieler Hand gegeben, als ob das mein Bruder wäre. In U12, U13. Jedem Barca-Spieler. Bei diesem Turnier. In Eckartshau, hier in Österreich. Ah, du bist 2004, gell? Ja. Wer ist 2004? Ist Pedri? Gavi nur. Aber ich weiß nicht, ob ich gegen ihn spiele. Keine Ahnung. Stell dir vor. Ich weiß es nicht. Ich habe auch mal eine Story gehört, dass er da noch nicht angeblich bei Barca war oder so. Okay. Und ich habe Hand gegeben. Ich habe diese Wimperl und sowas nach Spiel genommen, angeschaut und sowas. Und wir haben eh so 3-0 oder 3-1 verloren. Und Admira hat wirklich eine sehr, sehr gute Jugend damals gehabt. Boah, ich glaube, dass heute es war die beste Jugend. Es war die beste Jugend mit Rapid. Ja, RB auch. Bei mir war noch nicht Salzburg. Ja? Bei mir war Anfang Salzburg. Ist erst gekommen. Bei uns, also Admira-Jugend, unsere Jugend war wirklich super. Und wir haben zum Beispiel auch bei diesem Turnier Porto geschlagen. Ich habe gegen Dortmund noch einmal gespielt. Wir haben 1-1 gegen Dortmund gespielt. Ja. Bevor ich zu Dortmund E-Sport kam, bevor ich E-Sportler von Dortmund wurde. Das WhatsApp-Profilbild ist. Ja, mein erstes Insta-Bild ist das, glaube ich. Habe ich gegen Dortmund gespielt. Nicht schöne Grüße an Eldos. Nein, das ist sicher später. Naja, das ist das Erste. KS Freak. Und das war, also ich dachte wirklich damals, also ohne Spaß, in diesen 5+1 zu Turnieren und sowas, ich war gesetzter immer hinten und sowas und im Zentrum und so, weil ich hatte gutes Spielverständnis und so. Und sag ehrlich. Du wirst Profi. Ich war da wirklich richtig gut. Bei uns ist ab U15 oder so U14 bis U15 beginnt so bei uns Akademie. Ja, genau. Das ist, glaube ich, wie dann beginnt in Deutschland so mit. Wie heißt das? NLZ? NLZ, genau. NLZ, ja. Und bei uns ist das auch so nach diesen U'n und so, nicht nach A-Jugend und sowas. Mhm. Bei uns ist es nach U. Und dann wurde ich irgendwie immer. Es war immer schwerer und so. Und ich wurde so schlechter und die anderen waren körperlich auch. Du bist nicht gewachsen. Mira hat Leute geholt aus Österreich, around the world. Sie haben diesen FIFA-Modus Rest der Welt genommen. Sie haben Leute mit Körper geholt, so. Ja, der hat ausgeschaut, der war 14. Ja, aber die waren nicht technisch besser als ich. Oder die waren nicht im Kopf und sowas von Spielverständnis das und das besser so als ich. Zum Beispiel, mir hat auch Spielverständnis sehr viel gebracht im FIFA. Ja, das ist... Also ja. Auf Ernst, so mit... Oder dass ich zum Beispiel nach einem schlechten Spiel, nach einem schlechten Turnier, habe ich zu meinem Vater und zu Ermin gesagt,
wieso stellt Trainer nicht den? Wieso spielt Trainer nicht den da und so? Wieso spielen wir nicht so? Wieso spielen wir nicht 2-1-2? Du hast immer diesen taktisch, du bist halt nicht schnell, du bist nicht körperlich stark, aber dafür taktisch warst du wirklich stellungsspieltechnisch, taktisch, Passspiel. Ja, und ich habe das geliebt. Ich habe das geliebt, so selber auch so, so kontrollieren zu können und sowas. Und ich sag so danach zu einem, wieso spielt der nicht? Das Spiel lenken. Ja, und dann wurde eh immer schwerer. Dann habe ich... Ich dachte, du wirst Profi. Dann war, ja, bei dir war ich doch genauso. Ja, aber bei mir, ich habe gewusst mit 17, dass ich es nicht mehr werde. Das ist, ja, bei mir war doch auch so. Dass ich habe mit 17 dann war zu unnötig, so früh aufzugeben. Aber du hast so mit der Schule, irgendwann kommt so entweder Mutter sagt, geh in die Schule, lern das, das, das. Ja, dann der verlierst wird, du, dann kommen andere so. Interessen dazu im Leben, wie es ist. Mit 18 an Clubs gehen, feiern. Aber ich war auch nicht gut genug für... Ich war nicht ehrgeizig genug für einen richtigen Profi. War ich nicht ehrgeizig genug. Und dann, man muss schon sagen, also, aber was für Training auch hatten. Und damals hatten wir das Training, wir hatten viermal die Woche Training. Mhm. Ich weiß, wir hatten einmal unter der Woche Hallentraining mit älterer U, also eine U über uns. Wir waren zum Beispiel U13, die waren U14, wir waren U14, die waren U15 und so. Wir haben mit denen trainiert in Halle und da war so diese eine Station, Stationstraining war das. Stationstraining ja, in Südstadt. Ermin, da war vorbei bei mir. Ja. Ich habe Mama gesagt und so, bitte meld mich. Sag ich Krankmeldung und so, ruf bitte an, ich kann nicht Training kommen und so. Nach jedem Training, ich habe gefühlt gekotzt. Ja. Das war so schlimm, diese Stabi-Übung. Dann das Laufen und so, hinlaufen, zurücklaufen und sowas, das waren solche Übungen, da war nichts mit Ball. Dann kam schon Akademie. Dann kamen Akademiegespräche bei uns, also bei mir. Und da war schon so, bei mir dann out. Ich war zu klein, ich war viel zu schmächtig und so, dass so niemand an mich so da geglaubt hat und sowas mit Fußball. Und dann hast du erstmal Arm gebrochen. Ja, ich hatte 3 Armbrüche insgesamt. Erste Mal war im, weiß ich nicht, da war erste aber, Mal war Sturm, gegen Sturm irgendein Turnier, aber es war nicht so schlimm. Zweite Mal war ganz schlimm, wo bis dahin ist. Ja. Ich weiß, war bis dahin, da waren wir mit Mario Wiska, Vertrag. Da hat er mir gesagt, also das war nach diesem E-Sports Cup, glaube ich, 3 Monate später, da haben wir einen Managementvertrag unterschrieben und haben gedacht, boah, das ist es jetzt. Und danach sagt er uns beim Essen so, nein, das ist gar nichts. Das ist absolut, ihr braucht Reichweite, um irgendwas zu erreichen im E-Sports, Reichweite. Ja. Und ich schaue Eldina nicht so wie jetzt. Ja, aber ich habe da noch Fußball gespielt die ganze Zeit. Ja, ja. Währenddessen ich alles so begonnen habe, habe ich noch Fußball gespielt. Und dann aber habe ich Akademie nicht geschafft bei Admira. Und dann bin ich glaube, ne, die waren noch selbe Liga oder eine Liga drunter. Nein, das weiß ich nicht. Brunn war nicht Brunn. Wir haben Brunn gegen Admira gespielt. Aber in der U, ja. Ja, so, genau, in der U. Akademie. Aber vom Namen her natürlich nicht. Ja. Ich habe dann wir haben auf einem Niveau gespielt. Auch trainingstechnisch. Ich habe mit so guten Jungs gespielt und sowas. Und ich war nie der Spieler, der in irgendein 1 gegen 1 oder so, so geht und sowas. Ja. Und dann, ich habe auch gelebt und ich habe so schnelle Flügelspieler und sowas gebraucht, so solche Mitspieler. Dann komme ich da runter, war schwer und so. Dann hatte ich immer weniger Lust auf Fußball. Aber es gibt auch lustige Stories mit wir hatten Spieler in der Mannschaft bei Admira, die haben jedes Wochenende private Training gehabt. 9 Uhr aufstehen. Ja, das waren auch Jugos. Und jeden Samstag. Und mein Vater kommt ins Zimmer vor Turnier. Mein Vater kommt ins Zimmer. Und wir haben eh noch zusammen gewohnt. Kommt ins Zimmer. Weil wir uns ein Zimmer geteilt haben. Also ja, bis dein Zimmer, wie lange haben wir Zimmer geteilt? Ich war sicher 21, 22. Ja, bis nach 20, der Schule, bis Bundeswehr, 20 war. Dann bis ich Job gefunden habe, so einen vernünftigen Job. Und dass ich halt meine neue Wohnung, Miete, alles zahlen kann. Ja, und dann, ich spiele so Turnier. Ja. Ich spiele so Weekend League und sowas. 23 Uhr, 22 Uhr am Wochenende. Nächster Tag, wir müssen 8 Uhr aufstehen. Das war so krass. Und das mit meinem Vater, er hat mich immer gefahren zu jedem Turnier. Und meine Mutter, immer überall, wofür ich auch dankbar bin. So. Also die haben uns überall hingefahren. Das heißt, seine Generation, sein Versuch mit Fußballer werden, dann war mein Versuch. Dann, sie fahren, 8 Uhr müssen wir aufstehen, müssen irgendwo hinfahren. Er kommt ins Zimmer, macht Tür auf, schaut mich so an. Er sagt so auf Jugo, Otte, Benetchen, nicht. Ja, er sagt so aus David nichts. Ich spiele FIFA 23 Uhr. Ich schwöre es euch, Leute,
spiele FIFA 17 Weekend League 40 Spiele. Eldin hat immer meine Weekend League gespielt. Ich habe das nicht geschafft, diese 40 Games und am Wochenende plus Turnier, plus Training, Schule, plus Match, Training. Plus Schule. Ich habe das nicht geschafft, diese 40 Games zu spielen. Es war ja nur Freitag bis Sonntag. Heute ist ja sogar Freitag ab 9 Uhr bis Dienstag. Bis Dienstag. Damals war, glaube ich, Freitag 19 Uhr sogar. Ja. Nach dem Event-Drop. Ja. Und der Konditioner sagt, Osti wird nichts. Der schläft schon. Der hat heute trainiert und schläft schon. Und du spielst noch FIFA. Ja. Und ich dachte mir nichts. So. Es war halt das, was mir so Spaß gemacht hat. Ich war halt Zocker einfach. Ich war Zocker. Ja, du wolltest... Hat der Spaß? Und ich habe Fußball geliebt so. Und wegen ihm hatte ich halt auch immer Playstation so, ne? Dann, ja, am Ende hatte er recht mit Fußball. Aber das hast du dir nicht. Er hatte recht mit Fußball. Er hat auch ein Zitat gesagt, dass wir alle... So, also aus euch allen wird nichts und wir jetzt alle in der Umgebung spielen wollen. Nicht spielen, sondern spielen wollen, was heute der Fall ist. Oh, er hat alle meine Freunde, bis auf zwei, die halt noch oben spielen, in der Bundesliga oder zweiten Liga, keiner hat es geschafft. Keiner ist Profi, keiner ist bei einem Bundesliga-deutschen Club oder spielt Champions League oder spielt Europa League. Außer ja, man hat doch Freunde, einer ist von nach Twente gewechselt. Ja, Jugend. Einer ist in Jugend zu Twente gegangen, wo Twente Jugend damals noch Weltklasse war. Nach einem Jahr war er wieder hier. Aber ist halt... Und ja, und Fußball war dann vorbei. Fußball, ich habe dann noch gespielt bisschen, U16, Anfang U17, bevor die Saison begonnen hat. Wir wurden dann irgendwie so geteilt oder so mit einem älteren Jahrgang. Ja, weil es keine U17 gibt bei uns. Genau. Von U16 ist der nächste Sprung U18. Dann wir wurden zusammengetan, war 16 und wir hatten ersten Trainings im Sommer. Wir haben 1 gegen 1 gemacht, wir waren 6-7 Leute. 1 gegen 1 gemacht, ich bin an einen Spieler vorbeigegangen, er hat mich von hinten so angeschubst und so geschubst. Ich bin gefallen. Und ich habe meinen Arm gebrochen. Das war mein schlimmster. Also, offener Armbruch, ja. Ich hatte davon so, wie soll ich sagen? Nicht so Trauma, aber so in die Richtung. Ja, ja. Das hat mich richtig so gedingst und so. Ich habe bis heute, ich spiele jeden Real Life Eligiana Cup mit meiner Schiene links. Ja, jeder kennt die Chat. Ich habe Angst jeder vor jedem die. Zweikampf. Jeder kennt die. Jeder lacht mich aus. Sidney lacht mich aus deswegen bis heute. Ja, aber ich verstehe, ich lache dich auch aus. Ich sage so, was ist? Cup, ich schwöre das euch, er nimmt meine Schiene, er gibt irgendwo weg, er versteckt, dass ich nicht mit dir spiele. Aber es geht nicht, es ist Kopfsache. Ja. Ist Kopfsache. Und ich hatte diesen Armbruch auch von dem Bruch, danach war vorbei. Mein Arm ist bis heute nicht gut zusammengehalten. Er liegt so im Spital. Ich bin da, ich schaue ihn an. Es gibt ein Bild, man kann ihn blenden. Er macht so Faust. Er so, Armin, bitte sag Papa, ich will nicht mehr Fußball spielen. Ich so, ja, passt, weil ich war der ältere Bruder und mein Vater war immer so. Immer, jeder kennt das, es ist immer der ältere Schuld. Egal welche Sache, egal welches Thema, es ist immer der ältere Schuld. Überhaupt bei Jugos. Und er sagt, und dann, du bist... Ich habe ihm das gesagt, mein Vater sagt so, nein, egal. So, spiel weiter dann, und so, spiel weiter. Eine Woche später, er so, ja, schauen wir mal, er wird eh wieder reinfinden. Ja, was ist passiert? In der Zwischenzeit habe ich mit meiner Mutter geredet. Mama, lass PC kaufen für Eldin, dass er Weekend League streamt. Meine Mutter so, ja, was ist Weekend League? Aber sie sagt so, gut, ihr braucht eh PC für die Schule und so. Ich glaub, genau. Da hat begonnen mit Corona-Phase. Ich bin ein komplettes Kind. Das ist eigentlich auch richtig schlimm. Corona. Meine Jugend und so war komplett in Corona drinnen. Ja. Also ich war... Also 15, nein, ab wann? 2020. Ab 2019 so, bis, ich glaube Ende 2019, also bis... 15, 16, 17, 18. Nein. Das hat 2019 begonnen. Ja. Corona. Und wann hat aufgehört? 2022? Ja, ich glaube schon. 21, sowas. 16 bis 19. Ja, und was auch bei meinem Armbruch, ich habe bis heute, also Leute, ehrlich, ich habe links Prozente. Deshalb verarschen mich die Jungs auch ein bisschen so. Das ist nicht schlimm. Und Sydney, die Video und so. Ich habe aber wirklich Prozente in meinem linken Arm. Also ich spiele auch mit China und sowas immer. Ich habe 10% Invalidität auf meinem linken Arm. Ja, aber egal, nicht in meiner Hand. Auf meinem Arm, keine Ahnung. Auf jeden Fall, kommen wir zurück zum Thema. Danach war vorbei bei mir mit Fußball. Danach war wirklich komplett vorbei. Und ich habe es wirklich geliebt, Fußball zu spielen. Und Fußball war immer meine Leidenschaft und sowas. Und
alles, was mit Fußball rund zu tun hat. In FIFA damals, FIFA 14, Ermin, ich baue in Teams. Mach so Team und so. Mach mit diesen OP-Karten. Mit diesen Kelvin, Silberspielern. Ja. Mit Veliton und so. Link die so. Das war immer meine Leidenschaft. Und danach war vorbei. Dann hat begonnen Corona-Phase, Schule. Ich sag zu, weißt du noch den Tag, ich sag zu meinen Eltern, ich sag zu ihm, ich gehe in Wohnzimmer, ich habe GTA Online gespielt. Ich gehe so in Wohnzimmer, ich sag so, hä, wir haben 2 Wochen keine Schule. Wir haben 2 Wochen Schule frei. Ohne Spaß. Und dann war Ausgangssperre. Ja, ich durfte nicht raus. Ja, ich bin im Keller. Meine Mutter ist mit mir in den Keller gegangen und so. So ein bisschen Sport machen, ja, genau. So, die Stufen rauf. Ja, runter. Genau. Und Springschnur springen. Springseil. Und das war der Beginn. Ich sag so zu ihnen, 2 Wochen, wir haben schulfrei. Und wenn ich so überlege, ist das echt heftig, dass so, ich bin 2004er Jahrgang, dass unser Jahr, wir waren komplett in Corona gefangen. Mhm. Das fühlt sich auch gar nicht mehr so an und ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Wenn ich es vergleiche mit 16, 17, was ich gemacht habe, ich war jedes Wochenende in irgendeinem 16-Plus-Club oder in irgendeinem Fest. Bei uns war Ausgangssperre. Bei dir war einfach... nicht raus. Und da draußen in Wien ist dieser Wüstenball geflogen, es war leer. Dann hat sich das aber so eingependelt, so alle Streamer wurden geschaut, es wurde nur Twitch geschaut. So, ich habe 98 so... Ja, gefahren. Weil alle zu Hause waren. So, ich habe gekannt, die großen Streamer, Erne und Prones und die ganzen Älteren. Die Icons. Chase Freak, die... Die Legenden. Das habe ich geschaut, aber so jetzt, so neu, mit 16, 17 gab es auch kein Twitch. Ich glaube, jetzt gab es nicht mehr mit 16, wo ich war, Twitch. Doch. Vor 10 Jahren? Twitch gibt es, glaube ich, seit 2013. Meinst du? Ja. Sowas. 12. Aber war noch nicht so bekannt. YouTube war populärer, ja. Und ich sag so mit Corona und so, da hat Corona begonnen, zu Hause dann. Das war auch der, also das Corona hat mir und ich glaube sehr, sehr vielen anderen Leuten geholfen. Also was das angeht mit, erstens hat es mir geholfen in meiner schulischen Laufbahn, in der Hack. Das war, das war 99er Dribbling mit Attribut. Niemals hättest du Mathematik geschafft ohne das, Corona. Also was da passiert ist, ich war halt auch zu Hause, ich habe Homeoffice gemacht am Laptop, aufklappen, andere Seite hinlegen. Und was da passiert ist, was ich da gesehen habe für Sachen, weil die Lehrer nicht wussten, was Discord ist, weil die Lehrer nicht wussten, was Bildschirm übertragen ist, dass man Kameras hinkleben kann und so. Die wussten das halt damals nicht am Anfang. Die waren einfach froh, dass Microsoft Teams geht und alle davor am Bildschirm sind und fertig. Also waren überfordert auch mit der Situation. Ja, jeder musste auf Online-Unterricht wechseln. Und wir haben Online-Unterricht. Dann, ich hatte diese Playstar plus Trickstar. Ich hatte alles. Dribbling 99. Währenddessen. Du hattest Faster. Ich habe meine ganze Klasse in Liga 1 geschossen im Pro Club. Ich habe zu ihnen gesagt, ich drücke einfach nur Kreis und X. Nimm nicht Ball an und mach irgendwas mit linke Stick. Drück X und Kreis und sag, mach das, wenn ich dir sage. Und... Weil ich konnte währenddessen auch nicht, ich konnte nicht streamen. Ja, ja. Weil ich habe mit 15, 16 so begonnen zu streamen und sozusagen habe versucht, meinen Weg als Pro, halt E-Sportler so zu schaffen und so Creator. Und ich habe meine ganze Klasse um 9 in der Früh, 8 in der Früh, wir spielen Fortnite, wir spielen FIFA. Mann, und währenddessen Homeschooling. Und jeder, der in meinem Alter ist, wir haben das alle gemacht, Jungs. Also ich glaube, jeder hat währenddessen, da gibt es Stories und so, Corona war krass, ja. PlayStation-technisch. Wenn ich überlege, das ist heftig, dass ich in dieser ganzen Corona-Ding so war und dass ich alles so durchgemacht habe in FIFA und in Streamen und so, alles da. Du hast danach, warte, gehen wir mal, du hast PC gehabt. Gut. Ja, dann Corona hat Mutter angefangen, PC, genau, PC habe ich da gehabt. Du hast begonnen zu streamen, mit kleinem Streaming-Setup, also bis heute schaut noch immer gleich aus. Wir können da auch Bilder einblenden, wir haben davon ein paar Bilder. Und das Ding war, dass du dann gestreamt hast. Und es gab damals kein TikTok. Du hast gestreamt. Entweder du bist wirklich gut in etwas, wirklich, so wie Weekend League, du stehst 29-0. Wir wissen alle, wir haben alle anders Lehrgang seines Streams geschaut. Alle, dazu wo er 29-0 stand. Aber du musst etwas gut können. So. Und entweder du unterhältst gut, oder aber Unterhaltung war schwer. Unterhaltung ist sehr schwer, weil es gab
urviele, die schon Reichweite hatten. Und du als Kleiner, du musst wirklich etwas können, was die Leute spielen. Und damals jeder hat FIFA gespielt. Und ja, mit 15, 16 habe ich dann begonnen zu streamen. Ich weiß, du hast... Ich habe Stream angemacht, ein Zuschauer, null Zuschauer. Ich habe mein Handy so genommen. Ein Handy war ich, ein Handy war Mama, so genommen, vier Zuschauer. Mein Twitch, ich mache so hin, ich sehe hinten, ploppt so eins auf. Auf meinem Monitor ploppt so eins auf. Ich habe einen Zuschauer mit meinem eigenen Handy. Ich schwör's euch, über Wochen, paar Monate, aber es ging schon schnell dann bei mir. Ja, es war Weekend League. Ich hatte halt FIFA. Und die Weekend League, was Leute vergessen, dass Eldin so wegen FIFA, der ist heute, der er ist. Mit 16 Jahren alle zerlegt, alle zerschossen, alle E-Sportler. Weekend League 30-0 am Stück geholt, als ob ich habe 14 Siege geholt, Eldin holt 30-0. Das war auch damals nicht zack, so. Zack, zack, zack. Das war auch nicht so einfach, ich bin ehrlich. Das war also damals nicht leicht. Heutzutage. Heute 20-0 hat keinen Wert. Heute 20-0. 20-0 hat gar keinen Wert. Ich sage heute 100-0 ist wie damals 30-0. Sage ich. Nicht mal. Mehr als 100-0. Es ist halt. Damals, es war wirklich ein, würde ich sagen, auch Maßstab und so. Du warst krass. Du warst gefühlt holst, Pro. Ich weiß, wir sitzen so. Was holst du? Weekend League? Bruder, Elite 3. Boah. Ja. Du bist krass, komm, spiel mir mal gegeneinander. 23, ja? Oder Gold 1. War krass, 200 Capex. Boah. Weißt du, Gold 1, Bruder, ich hole nur Gold 3, egal, ich versuche jedes Wochenende besser zu werden. Du hast ein Ziel gehabt, du hast jedes Wochenende dein Team verbessern wollen, du wolltest besser werden. Und dann kommt er mit 14 Jahren, 15, so, ey, das war immer so, kennt ihr ja. 30-0, 30-0. Und Stimme vor Cam. Hallo Freunde, willkommen zum heutigen Stream. Mann, was macht ihr da? Was machst du? Messi. Es war wirklich genauso. Und ich hatte keine Zuschauer über Wochen und Monate. Und ich habe das aber nicht so. Ich habe das nicht so auf mich so einwirken lassen. Ich habe weiter einfach so durchgezogen, weil es mir jetzt ja auch Spaß macht. Und wenn ich halt zocke, so sollte ich nicht Cam machen und streamen. Es hat FIFA Spaß gemacht und es war die Option da zu streamen. Dass es halt ploppen kann. Und ich habe immer 30-0 geholt. Ich habe das geholt und ich sah halt so jung aus. Das war mein, wie soll ich sagen, mein so... Main Game, meinst du? Ja, so mein Glück auch so. Ja, du so gut warst. Dass ich so gut war, dass ich dieses Talent hatte und dass ich das halt begonnen habe. Und man muss sagen, in der Zeit, heute versuche es früher, Leute. Ich musste auf mein Talent, ich musste aufmerksam auf mich machen. Aber du warst auch einer der Ersten. Also keiner, kein E-Sportler, du warst noch kein E-Sportler, aber keiner hat gestreamt FIFA richtig, richtig gut. Für uns war ja, Erne war für mich Mo. Der krasseste Spieler der Welt. Mo Auber auch. Aber es gab, eigentlich gibt es viel, viel bessere, die ganzen E-Sportler. Aber von denen hat keiner gestreamt. Dann hat Mo auch begonnen zu streamen. Mo war so mäßig Content Creator, aber Weltmeister. Mo war schon lange, der hat bei Werder schon lange gestreamt und so. Da habe ich noch nicht so gekannt und sowas. So aber Twitch war nicht so auf dem Schirm. Er hat immer schon Zuschauer gehabt und er war in Deutschland, war Mo Timox und so, weißt du, das war der beste Spieler. Mo war der allerbeste Spieler der Welt 2019, 18, sowas. Aber es war so, dass mit 30-0 dann habe ich mehr, also ich habe dann Zuschauer bekommen und ich habe das durchgezogen, dann habe ich Rewards und sowas auch. Ich glaube, viele haben mir auch zugeschaut, weil die gehofft haben, glaube ich, dass ich verliere im Weekend League. Ja, das war auch sein Ding. Weil deswegen haben wir alle anders geschaut. Sobald du 13-0 standest, 16-0, 20-0, 23-0, 25-0. Zuschauerzahl steigt. Es steigt immer. Und wir hatten sogar eine Taktik, wo ich ein paar Jungs kennengelernt habe und sowas. Wir hatten Taktik, letztes Spiel 29-0. Wir haben gehofft, schlechten Gegner zu bekommen. Und dann Zuschauer sind ja explodiert. Die wollen ja danach... Waren ja auch danach, du hast deinen Rang gesehen. Und du hast die Rewards gehabt. Ja. Bei 30-0, alle wollten aber auch Rewards. Aber nicht mal sogar. Das kam ja später, glaube ich. Ah ja, stimmt. Das war Donnerstag Rewards Stream. Stimmt, das war Donnerstag Rewards Stream. Oh mein Gott. Du hast nur Rang gesehen. Es haben so viele zugeschaut, obwohl du nicht mal Rewards danach gesehen hast. Du hast nicht Rewards danach gesehen? Nein. Die haben nur geschaut, ob du Top 100 kommst oder und nicht. Und dann Donnerstag, stimmt. Dann, ich war 30. Spiel absichtlich 0-1 gemacht.
Also bekommen gegen Gegner, damit Zuschauer noch höher gehen und noch mehr Follower und sowas. Und das war Fuchs. Das hat mir sogar Mo gesagt. Dann 30-0 eingetütet, weil ich wusste, Gegner war schlecht. Man merkt das ja so. Insta-Bild posten. Insta-Bild posten, alles gepostet. Und das war wirklich krass damals. Und so wie ich aussah und so wie ich mich angehört habe mit 15, 16, habe ich so begonnen. Und so habe ich geschafft, mit diesem FIFA-Talent so Zuschauer zu bekommen. Leute aufmerksam auf dich zu machen. Genau, halt. Auf mich aufmerksam zu machen. Ja. Und das war mein Ziel, Das war der Anfang. Mit Weekend League, genau. Genau. Und? Weil ich war noch nicht spielberechtigt für EA-Turniere. Du durftest halt dich nicht mal, 16 war. Er durfte nicht mitspielen, nicht qualifizieren für die ganzen Turniere. Und da war halt einzige Weekend League, was es gab damals, competitive in FIFA, was man spielen konnte. Und ich weiß noch ganz genau, wo du standest, 29-0, und ich sitze daneben. Und du hast verloren. Du hast geweint. Bist du deppert? Du hast geweint, als hättest du Champions League Finale verloren. Du hast dich hingelegt am Boden, du hast geweint. Es war so schlimm, das letzte Spiel zu verlieren. Es sind Tränen geflossen. Weil du bist nicht mal mehr in Top 100 dann gekommen. Ja, es gab ja Top 100. Es gab nicht so. Du warst 29-1, 28-2, nur in Top 100? Du hast auch kein Bild gepostet bei 29-1. Nein, eh nicht. Aber du warst nur in Top 100, wenn du früh gespielt hast. Und 30 wegen Skill-Rating. Ja, dieses Skill-Rating, ja, ja. Auf einmal, nach ein paar Wochen oder so, nach ein paar Monaten und sowas, auf einmal jeder 30-0. Es gab sogar 30-0-Glitcher damals. Du musst. Und jeder 30-0, du musst 30-0, damit du da rein droppst. Einmal, ich habe so verloren. Du musst so clean 30-0 holen. Also so richtig so Leute Unterschied gewinnen, viele Tore schießen. Ich glaube, darauf ist es angekommen, Skill-Rating. Ja. Und was auch, wir waren im Discord damals. So hat dann auch begonnen. Also bevor ich in Discord und so gezogen wurde, von Eli und sowas, war so, dass ich habe einen Screenshot von altem, den kann man sogar auch einblenden, glaube ich. Da steht, dass mir Eli, ich habe das auf mein Handy. Elias N97 folgt. Da steht, Elias N97 folgt dir jetzt auf diese alte Insta-Style. Diese. Und da steht, hat dir eine Sprachnachricht geschickt. Mann, ich hatte das. Und das war der Moment. Ich habe Screenshot bekommen, ich wurde 7-mal angerufen. Ah, man, Eli folgt mir. In FIFA 19, 20 so. Da hab ich so Eli kennengelernt durch Reward-Streams. Ich habe ihn geschaut. Ihn haben damals ja auch so viele geguckt schon in Corona-Phase und sowas. Ja. Mit Reward-Stream, mit Karriere und so. Also da war schon Eli einer der stärksten. Mit Luke Bakio, auf YouTube-Stream. Da war er noch nicht einer der größten, aber danach schon, ging schon schnell. Und diese ganzen, gefühlt die ganze Top 100 Leute, die ganze, also Top 50, Eli hat begonnen, Top 100 Streams zu machen, Reward Streams, mit zwei Leuten. Mit fünf Leuten, mit zehn Leuten. So, aus ganze Top 200 oder Top 100 Liste. Auf einmal ein Stream am Ende so Top Season, ohne zu übertreiben. Es war über Hälfte der Alle Top 100 hat bei ihm geöffnet. Aber weißt du noch, wie er gemacht hat? Eli hat so gemacht, du öffnest bei ihm. Ja, das Eldos, wenn er auf Insta jetzt Beispiel 11.000 Follower hat, dann öffnet er es. Und so, ja. Eli, immer der Bre, er hat immer Insta gezeigt. Also es war so, es war ein Geben und Nehmen. Er hat Top 100 Rewards bekommen, die sehr ansehnlich waren. Boah, das, also diese, das war Donnerstag. Also Donnerstag Streams, Eli in Schule schauen oder in Arbeit schauen. Ich weiß nicht, ob das jemals irgendwas toppen wird. Donnerstag war Primetag. So. Und wir geben ihm die Rewards. Er zeigt die Rewards. Dafür, im Gegenzug, zeigt er unser Insta. Und er sagt, lass dein Follow da. Ja. So. Und aber wirklich, er erwartet wirklich, ja, genau, bis die Leute folgen. Also so wirklich, bis du 11.000 knackst, dann darfst du das öffnen. Genau, er zeigt Insta von uns und so von den Pros. Wir machen Follower und so. Das hat so viel bedeutet. Wir sind so neuen Follower. Neue Follower, viele Follower. Ich habe so locker, Jelly hat mir so meine 10.000 locker voll gemacht. Ja, 100, ich sag so bis 50. Ja. Eigentlich so eigentlich alle. Bis jetzt. Aber er hat mir so voll gemacht noch so an anderen Pros. Und so waren seine Reward-Stream. So habe ich ihn kennengelernt mit Reward-Stream. Ich habe ihn angeschrieben. Oder er sogar mich. Nein, du hast ihn angeschrieben, er hat nicht geantwortet. Ja, und dann und hat er dann mich kam, aber einmal dann angeschrieben. Dann hat er dir folgt und Sprachnachricht. Genau. Hey, ich habe gesehen, du hast Top 100 und so. Aber man kommt ja nach. Aber nach Mo. Ja, genau. Nach Mo. Mo war der Erste. Also Fabio, Mo,
Ernie. Es waren so viele, Funky und so, es waren, weißt du, wie viele waren. Und es war, aber er allererste Game, wer mich entdeckt hat, ist auch lustig, ist wirklich Mo. Weil Mo hat ein Video gegen mich gemacht, Thumbnail jetzt einblenden. Er hat einfach mich als Baby auf Thumbnail gepackt, mit Pampers, mit Windeln. Ich war auf Thumbnail drauf und er hat genau so habe ich Mo als erstes kennengelernt. Ich habe Mo angeschrieben. Wegen Rewards. Öffne meine Rewards. Ja, ja, ja. Kannst du meine Rewards öffnen für Video und so, um mich ein bisschen pushen, so auf Korrekt und so. Er hat nicht gelesen. 3 Wochen später, er schreibt mir zurück. Ich sehe so, ich rufe Ermi noch an. Mo hat mir geschrieben. Oh mein Gott, Mo hat mir geschrieben. Ich gucke so. Er sagt so, hey, ich habe dich gerade abgecheckt. Wollen wir ein Spiel machen? Für mich auf meinem Kanal. Weltmeister versus Supertalent. Mhm. Super Wunderkind. Wunderkind war. So. Und ich so direkt, oh mein Gott, ja und so, ja, komm, lass machen. Wisst ihr, was aber war? Das war FIFA 20 und Mo wurde FIFA 19 Weltmeister. Wisst ihr, welche Spieler er hatte? Er war ein reicher Mann. Eusebio, Hulit, Vieira, sein Team bestand nur aus diesen Icons. Mein Team bestand aus Hazard, Super Bowl. Player of the Month, Modric. Hazard war 19, Modric. War? Hazard war 19. Modric, Sissoko, Messi, Griezmann, Son, das war mein Team. Und dann war dieser Tag gegen Mo, davor, ich habe jeden Tag gespielt, gepracticed, einfach nur für dieses Game. Du hast mehr gepracticed, als du für die E-Champions League gepracticed hast. Und dann war dieses Spiel und das war auch so da waren auch so viel mehr Augen auf mich. Ja, ja. Dann hat mir er hat dem Mo auch geschrieben, genau. Viele beobachten dich. Ich habe sogar Mo besiegt auf meinem Kanal. Auf seinem Kanal war unentschieden. Dann hat mir Mo geschrieben, viele beobachten dich gerade. Mach weiter so, zieh durch. Und heute Teammates. Und dann habe ich das durchgezogen. Und heute sind wir Teammates. Aber bei Fokus. Und er war damals auch schon bei Fokus. Also diese Story ist wirklich krass. Aber er war der Erste, so, der mich entdeckt hat. Und heute sind wir so zusammen bei Fokus und machen Aufnahmen. FIFA zusammen, Discord. Und ja, das war schon, wie ich ihn kennengelernt habe. Und dann zu Fokus so kam jetzt auch, ist schon krass. Mhm, schon wirklich. Über was für so Umwege und sowas auch. So, wie sich alles am Ende dann so zusammenfügt. Ja. Du musst dir denken, die haben ja, jetzt weißt du ja, wie viel Geld man in FIFA investieren muss. Also, ihr wisst, Leute investieren 2.000-3.000 für FIFA. Ja. Und damals, wir hatten nicht. Messi Gold wurde finanziert über Umwege. Ich weiß nicht einmal, ob man das erzählen kann. So. Nein, erzähl das nicht. So. Ermin hat finanziert über... Über Sachen habe ich finanziert. Über 5, 6, 8, 12, das ist mein Geheimtipp. 5, 6, 8, 12, 24, ihr wisst. 31, 16. Ich gehe raus, ich so, Eldin, ja, hier hast du Code, gib ein... Eldin gibt ein, was hast du gemacht? Ich so, gib noch einen Code ein, hier. Eldin hat 200 Euro eingezahlt, FIFA Points, er freut sich. Also ich warte auf dich, bis du kommst, dann zieh mir Packs. Ich komme nach Hause, 3:30. Ich so, Eldin, zieh mir Packs. Eldin steht da, wir ziehen so Packs. Ich war topfit. Er so, ja, ey, aber wir dürfen nicht schreien, weil unsere Eltern daneben schlafen. Und danach haben wir gezogen, immer so krasse Sachen. Und dann, er so, okay. Er so, bitte, Ermin, zieh mit Coins, nicht Packs, weil ich habe immer mit Coins, ich hatte 7.500 Münzen, ich habe Pack geöffnet, instant. Und dann er so immer so, zieh bitte nicht Pack, ich muss Team bauen. Und danach habe ich wirklich alt mit ihm, ich habe nur ihn finanziert, ich habe gesagt, hier, hast du Playstation? Ja, du hast nicht mehr gespielt. Ja, du hast nicht mehr gespielt. Weil wir hatten auch nur eine Playstation. Ja. Und du hast gestreamt, also du hast richtig so viel Aufwand gemacht. Und ich habe gesagt so, ey, ich spiele ab und zu mit meinen Jungs, so eine Stunde, zwei Stunden, wo Fortnite begonnen hat, so Fortnite ein bisschen. Ja. Aber... Ermin hat dann aufgehört so zu spielen, deshalb hatte ich so Platz dann. Dann hat er gestreamt, ich sitze daneben, ich glaube jeder mit kennt Shisha, das. Mit Shisha, oh mein Gott, allererster Illegaler Cup der Geschichte. Ich sitze daneben mit Shisha, 2.000 Euro ist Preisgeld. Oder nein, 1.500 war Preisgeld. Es war nicht 2.000, es war weniger. Ich glaube, es war 2.000, aber es wurde gesplittet auf Top 3 oder Top 4. Also 2.000 war gesamt? Ja, genau. Ich glaube, und ich kann mich genau erinnern, Eldin sitzt da und spielt und ich schwitze. Dann dieses gegen Hasso im Finale.
Hast du aber da, ist crazy. Und ich habe daneben Shisha geraucht. Und so ist auch entstanden, Mr. Warenkorb. Ja. Hat dein Bruder schon den Warenkorb gefüllt? Sagt, ja. Ich glaube, Willi, Eli haben das gesagt. Da haben sie sich lustig gemacht, weil ich die ganze Zeit so mitgefiebert habe, so mich gefreut habe für das Ende. Du warst halt mein Coach. Ja, und ich war halt FIFA 21, erster Illegaler Cup. Der erste, ihr müsst euch vorstellen, Leute, der erste Illegaler Cup, guck, der allererste Illegaler Cup. Seinen Cups. Der allererste, aber da warst du auch schon bei Dortmund. Ja, ja, da war ich schon, ab FIFA 21 war ich bei Dortmund. Aber der aller, musst dir vorstellen, wie viele Cups es gab. Es gibt Illegaler Summer Games, Illegaler Winter Games, Illegaler Fußballturnier. Alles, Velo. Illegaler Velo, Minecraft, Party Animals. Und du hast den allerersten Illegaler Cup, der jemals gespielt worden ist, gewonnen. Ja, in FIFA. Und das war FIFA 21. Ja. Ich habe den ersten gewonnen. Und weißt du noch, wie wir gejubelt haben in der Küche? Das war krank. Danach, ich habe mich so gefreut und sowas. Ja. Das war so verrückt. Und das, ihr müsst euch vorstellen, Eli hat auf YouTube gestreamt, damals noch. Er hat dieses Turnier gemacht und er hat, es waren Creator und Pros dabei. Es war gar nicht, gemischt. Ja, es war nicht so schwer, das zu gewinnen. Ja, ja, ja. Aber wir haben halt nicht gerechnet. Aber war auch nicht so leicht. War nicht so leicht. Umut war dabei, Hasso war dabei. Hasso hat Umut rausgekickt. Hasso war krass damals. Hasso war dann gegen mich Finale. Ja. Aber da hast du so ein Eiertor geschossen, gell? Ja, ja. Dieser Wurzel hat hingefallen oder sowas. Der war so. Und das war unglaublich damals. FIFA 21, erster Illegaler Cup. Ich habe 1,5 oder so bekommen, überwiesen bekommen. 1,2. Du hast mir Shisha gekauft. Ich habe eher mir Shisha gekauft danach, weil er mein Coach war und mich supportet hat. Er hat mir Shisha, ich weiß. Und ja, da war ich. Boah, 1,5 damals. Es war, ich habe gearbeitet, ich habe verdient 1,005 im Monat, glaube ich. 1,006. War 1,5, war. Ja. Das unglaublich war, viel Geld. Das war so krass. So. Und du musst auch überlegen. Für uns überhaupt. Ja, so. Ermin, er hat Illegaler Cup gemacht. Er hat nicht mal so viele Pros gefunden, weil ihm Leute nicht zugesagt haben. Genau, genau. Ich weiß es noch. Er hat Leute aus dem Chat mitmachen lassen, damit sich das Turnier aufgefüllt hat und dann hat begonnen. Jetzt hast du gehabt Eli. Wie sind wir dann weitergekommen? Eli war halt durch FIFA, durch die Szene. Wie ist dann, ich weiß noch, du hast mir gezeigt, gell? Willi. Ja. Mann, ich habe, das war krass. Wir hatten, wow. Wir hatten jetzt, wie ich Eli kennengelernt habe, wie ich Willi und Zip kennengelernt habe. Bei Willi war crazy. Oder Willi war unfassbar. Ich schwöre es euch, Leute, ohne zu lügen, er hatte damals. So hast du mir seine, gezeigt. Ich weiß, wenn, falls das Willi sieht. Ich habe zu so. Ermin gesagt: Schau dieser Niklas Wissonsommer. Und Willi hieß da mehr NWS. Aber er hieß auf NWS, NWS24 oder so hieß er auf Twitch. Mit Unterstrich. Oder, du hast mir auf Insta gezeigt. Genau, ja, noch Insta. Aber er hat Fortnite Cups gestreamt, NWS Cup. Er hat Fortnite Custom Cup gemacht. Er hat gestreamt mit seinen Locken und seinem Rage immer. Und ich zeig Ermin, kennst du ihn? Weil Ermin ist, ihr wisst schon, er ist ein bisschen ein Freak. Er kennt zweite deutsche Liga, dritte Liga. Ich wusste, also dass er die schaut. Diese zweite, dritte Liga in Deutschland finde ich halt sehr unterhaltsam. Und Elin so, kennst du ihn? Er spielt Sonnenhof Groß Asbach. Ich zeige ihm sein Insta. Willi, hör zu, so 5.000 Follower auf Insta, aber blauer Haken, Niklas.Wilzer. Ja, weil Profi. Und ja, sein Groß Asbach Bild und im Profil war Portugal, /Angola-Flagge. Und dieses und Tier. Und Jaguar. Jaguar, ja, ja. Wegen Puma. Wegen Puma, ich so, weil er Deal hatte. Ich so, krass, du spielst mit ihm? Wow, ist so cool. Ich so, ja, Elin so, ja, ja. So cool, und dann dieser NWS Cup. Willi hatte aber nicht so viele Zuschauer. Er hatte nicht so viele Zuschauer am Anfang. So. Und du musst überlegen, wo er hatte 5.000 da. Ich zeige Ermin, er hatte 5.000 da. Guck mal, was jetzt ist. Ich glaube, hat er fast 1 Million? Er hatte 950.000. 900, gell, das sind Road to Million. Jetzt an. Das ist crazy. So habe ich Willi. Kannst du es dir vorstellen? So habe ich Willi das erste Mal so Ermin gezeigt. So, und Siri habe ich das erste Mal, Sidney habe ich kurz sogar vor Eli kennengelernt, auch durch Fortnite. Auch weil Fortnite. Ich habe damals auch gerne Fortnite gespielt. Na, du warst auch gut in Fortnite. Ja, weil damals hat man auch nicht, wenn man angeschossen wird, Luxushotel mit 4 Sterne und WLAN gebaut. Ja, ja. Das war, Bruder, heute, du wirst angeschossen von 40 Meter. Das geht nur so. Oder einfach ist jeder Reason. Ja. Und das hatte ich schon so, Sid auch gesehen, erste Male und FIFA 20. So, dann wurde, und dann kam so ein bisschen unsere FIFA
bisschen bubbeln. Ja, genau. Und sie waren so zusammen schon ein bisschen in Discord und FIFA. Sie waren. Und dann. Da bist du so dazugestoßen ab und zu. Und dann haben sie so gesehen, okay, ich habe mich da nicht selber reingebracht. Sie haben so gesehen, okay, dieser Junge, er rasiert hier. Und Sid war zum Beispiel auch derjenige, Mann. Der hat auf Pros immer auch so geschaut und so. Genau, genau. Sid war voll im Grind. Wie in Fortnite heute. Heute schaut er, sucht er Eisen, Jeff und er scoutet. Ja, ja, heute ist er Fortnite-Grinder. Damals, ich komme von Schule, er spielt auf 2-3 Accounts Weekend League. Ja, er spielt Sydney. Mit RTG-Account und so. Sydney hat 2 RTGs accountet. Ich schwör's euch. Jetzt, und er hat dieses Jahr nicht. Aber er hatte Pro-Karte. Ja, die Pro-Karte. Und diese Videos mit Pro-Karten waren unglaublich. Diese 99 Pro-Karte war das Krasseste, was es gab damals. Ja. Ich habe mit Noah sogar gemacht. Ja, er war bei Basel. Ja. Und der ist bei Milan. Boah, Noah, stell dir vor. Ich weiß damals auch, wo du mit Noah telefoniert hast. Und er Tor geschossen hat, Europa League gegen Trabzonspor. Boah, ich so heiß. Ich kenne Noah und er hat Tor geschossen, Europa League gegen Trabzon, diese Volley. Und dann, wir waren diese Discord-Ding und sie haben mich einfach so, sie haben mir so geschrieben, komm in Discord und so. Ich war so richtig nervös. Du hast nichts geredet. Und ich so. Du hast so dich stumm geschaltet. Stumm geschaltet, damit ich nicht denen ins Wort falle und denen ins Stream störe. Ja. Und dann, ich war drinnen mit Sid, Willi, Eli. Ich war so, habe mich so richtig gefreut. Ich war nervös und währenddessen ich spiele Weekend League und Mo war dann auch da, Ernie war da. Weil da hat man mich dann auch ein bisschen immer so mehr gekannt. Ja. Da war so Aufstieg und so, man hat mich gekannt als den kleinen jungen Öler. Und nervig. Wegen Stimme. Und das wie war Stimme? Ich muss sagen, das war hart. Also das war, ich muss sagen, dass ich würde sagen, dass so das Schlimmste oder so, so was so Hate oder so mich anging, mit 16, dass mich, dass Leute in Elis oder Sid-Chat schreiben, irgendwas mit. Wer ist das nervige Kind und so? Das nervige Kind. Wegen meiner Stimme, weil die war so hoch. Ich hätte nie vergessen, wo du nach dem Stream, du kommst zu mir, du sagst, so, Hermin, wieso haten die mich so? Was kann ich dafür wegen meiner Stimme? Ich so, scheiß drauf mal, was soll sein? Irgendwann wirst du auch Stimmbruch kriegen, weil ich war auch circa so mit 17, 18 kam erst der, so wie heißt das, der Wachstum, der du wirst so mehr zum Mann. Ja. Aber er so zu mir, wieso haten die mich? Ich so, scheiß drauf, Mann. Ja, Mann, das war echt hart. Und die kommen immer rüber in Chat, wisst ihr, Eldin war 15, 16, 17. Was, die kommen in meinen Chat? Und die schießen gegen ein 17-jähriges Kind, weil er gerade richtig Suchsonnenlicht. Kannst du sitzen überhaupt? Und ich chill mit meinen Freunden. Ja, so, was? Und schon. Im Discord. Und das war schon hart, so mit Stimme. Das war hart. Das und war Aussehen ja. So. Schreib mich Größe, so aus wie 13. Größe. Ich bin 16. Ich bin 16. Ich gehe zu Ermin und so. Ich sage ihm so, wieso ist das so? Meine Mutter sagt auch so, egal und sowas. Ist also, egal, nicht drauf. Egal, ja. So, mach weiter dein Ding. Und das war schon, das hat mich schon so am meisten so getroffen, so aus jetzt, den letzten 4, 5 Jahren. Es ist, also wirklich, ich sag dir was, dass dich das da zu heute, egal was für Hate jetzt kommen würde, kein Hate wird dich jemals so treffen, wie damals das da. Weil ich weiß, mein Herz hat geblutet, wo du zu mir kommst und sagst, weißt du, Mann, heute im Stream, ganze Zeit, Leute haben nur geschossen. Ja. Nur geschossen. Und du kannst das halt, du bist 16, du verstehst das nicht. Ja, so 17, und ich stehe nebenbei 25-0 und so. Natürlich. Du denkst so, Leute finden dich cool, weil du 26-0 stehst. 27-0. Aber das war halt so, das war, ja, kurz. Okay. Zu wichtigen Sachen. Jetzt hat Ermin übertrieben. Ich habe Shisha bestellt, also, weil ihr wisst ja, ich sitze immer außer, oder bitte. Dankeschön. Oh, das ist eigentlich crazy. Hast du eh? Ja, ja. Kannst du mir Zange noch bringen? Bitte. Danke. Ja, also, ihr wisst ja, ich rauche immer sehr gerne Shisha. Und wenn alles gut läuft, bringe ich sogar meine eigene Shisha raus. Das ist krank. Dankeschön. Das ist krank. Also, ich habe es dafür bestellt. Dankeschön. Hat jemand... Das ist ehrlich krass. Also, während Aufnahme ist. Krass. Also, ja. So. Aber, danke. Ja, wo waren wir jetzt? Was?
Na, dieser Hate war, ich sag, dieser Hate war unnötig. Aber ist so, dass das Internet heutzutage ist noch viel schlimmer. Deswegen sage ich euch was, wirklich, ich sag's als großer Bruder, macht einfach, egal wer was sagt, macht euer Ding, macht euren Scheiß, zieht durch. Wenn sie sagen, hey, du bist urschlecht, du bist das, du machst das, egal, mach einfach weiter, mach dein Ding. Vielleicht schaffst du es, wenn nicht, wird es dir vielleicht, Eldin wollte Fußballprofi werden. Andere Wege öffnen. Ist er nicht, anderer Weg hat sich geöffnet, FIFA hat sich eröffnet durch einen Schicksalsschlag. Auch Eli hat sich sein, ich glaube, Wadenbein. Ja. Eli hat Wadenbein gebrochen. Auf einmal hat auch so mehr FIFA. Musste doch so bekommen. Er mit Shabab, auch er hat ihn gepusht, auch so ähnliche Geschichte. Musti hat bei O2 gearbeitet, macht einfach, zieht durch, Jungs. Musti hat St. Pauli gespielt, Jungs. Ja, Mann, Musti dein Kreuzband gerissen. Aber sag ihm das nicht. Musti war nicht schlecht. Musti war gut, aber Musti sag nicht, danke. Okay. Musti hat guten linken Fuß. Musti ist gut. Bisschen so wie Emre Mor, er war so ein bisschen. Geht damals, hast du aber, Emre Mor mit aber Ermin hat recht, wirklich, so egal was ihr macht, was euch Spaß macht, egal jede mögliche Richtung, was es ist und so, glaubt immer an euch. Wirklich, glaubt immer an euch. Da mit dieser Stimme und sowas, da war so auch bei mir so ein Punkt und sowas, ich sag's, wie ich zu Ermin gekommen bin und zu meiner Mutter, wir sagen so, egal, so mach weiter und sowas, die gönnen dir das einfach nur nicht oder sowas, dass ich so gut in FIFA halt bin. Ja, das war oder dass ich 30-0. Und glaubt immer an euch, wenn ihr nicht an euch glaubt, kann keiner an euch glauben. Und deshalb zieht euer Ding immer durch, egal was es ist, ob es Fußball ist, Basketball ist, ob es schulisch irgendwas ist. Und wenn ist. Etwas einmal nicht klappt, so, ich wollte auch Fußballprofi werden, das ist der Traum. Von jedem Jungen gefühlt. Der Traum von jedem. Und wenn es nicht klappt, dann klappt was anderes. Ist es, du bist nicht dafür gemacht. Anderen Weg. Aber versuch es, weil wenn du es nicht versuchst, du wirst nie wissen. Ja. So, Eldin hat YouTube begonnen, Eldin hat alle seine Videos. Ich glaube, ich traue mich so zu sagen, bis FIFA, ich glaube, 21 Ende, 22 Anfang, selber geschnitten. Mit Windows Movie Maker auf meinem PC und Schullaptop. Und jeden Tag, er ist um 8 Uhr in die Schule gegangen, immer spät nach Hause gekommen und danach ist er nicht mehr zum Training gegangen und dann gab es die Diskussionen, dass er nicht mehr zum Training geht, wegen mir, weil mein Vater, also unser Vater, hat einfach einen PlayStation Mac. Aber ist verständlich, ja. Ich verstehe es, jetzt verstehe ich es. Damals habe ich es nicht verstanden. Aber jetzt verstehe ich es, weil erklär mal einen 50-jährigen Vater aus Jugoslawien, aus Bosnien, Serbien, Kroatien, der vom Krieg hergekommen ist und hier nur Arbeit kennt, dass man durch FIFA, durch PlayStation, vielleicht, damals war das, ja, vielleicht mal Geld verdienen kann. Geschweige davon, von den ganzen Flügen, vom ganzen Urlaub, vom Spiel. Ja, er ist Spielen, mit 20 hergekommen, mit nix. Und beide sind mit nix hergekommen, 20. Und dann erklären, dass der Sohn nicht mehr Fußball spielen soll, sondern PlayStation spielen und vor irgendeiner Kamera sitzen und in da Leute zuschauen, wie er FIFA spielt und damit Geld verdienen kann. Ja. Das war, wie oft hat er PlayStation weggenommen? Wie oft bin ich mit meinem Vater so gegenüber gestanden und gesagt, lass ihn spielen, glaub mir. Ja, mir hatte sehr oft Streit mit meinem Vater wegen FIFA und wegen mir. Das war und es war Streit und PlayStation wegnehmen, war auch crazy. Ich komme nach Hause von Schule. Ja, wir waren nicht zu Hause, ich sehe mit PlayStation ausgesteckt, ich sehe nur Kabel drin. Ja. Ich höre zu meinem Vater, er sagt so, dass ich nicht mehr spielen darf. So, du ich soll spielst aufhören nicht mehr. Damit. Du spielst gar nicht mehr PlayStation. Meld dich wieder an, geh wieder Fußball spielen. Ich komme nach Hause. Dann wieder streiten er mit meinem Vater. Ihr wisst, was für Mentalität das bei uns ist. Das ist bei uns nicht. Papa, kann ich bitten? Ah, das ist. Da fliegen die Fetzen und alles. Aber ich verstehe ihn. Ich verstehe ihn heute hundertprozentig. Heute ist leicht zu sagen. Ja. So, ja, verdient Gott sei Dank gutes Geld mit den ganzen FIFA, mit den ganzen. Aber am Anfang hast du nichts verdient. Du hast die ersten 3 Jahre nicht gut verdient. So, wenn man sagen kann. Also nicht gut, so dass so deine Eltern sagen: Ja, okay, passt, mach nur das. Verstehst du? Ja. Aber war schon für dich, war schon viel zu viel Geld. Ich habe mein eigenes Geld verdient. Dein eigenes Geld mit 15, 16, 17. Ich habe mit 16
mein FIFA-Ding zu meinem Beruf gemacht. Das war ich habe Hobby zum Beruf mit 16 mit Dortmund-Unterschrift gehabt. Ich hatte halt logischerweise mein erster Vertrag. Ich hatte nicht so viel Geld. Aber ich musste, seitdem ich 16 war, habe ich meine Eltern nicht einmal mehr nach Geld gefragt. Das ist krasser Flex, muss ich dir sagen. Und ich frage heute noch meine Eltern nach Geld. Ich bin 26. Aber nein. Frag's mich. Eldos, aber sag mal, statt Dennis Bank, was ist? Eldos Bank. Okay. Aber kommt mal, Baby, kommt da mal. Hey Bro, was machst du? Wie viel? Oh ja. Jamin hat mir damals Points gekauft, 20 Euro PSN-Karte, 15 Euro PSN-Karte. Das sind meine Eltern haben mir damals 20 Euro PSN-Karte gekauft und sie dachten... Zum Start von FIFA und dachten, das reicht. Okay, das reicht. Das reicht. Und ich nehme das, nehm das dankbar nicht, weißt du? Oh Mann, okay. Mehr als dankbar. Aber für diese 20er extra, das Spiel hat gekostet, ich glaube bei Libro damals, es hat weniger gekostet als bei Mediamarkt. Ich glaube knapp 60, 65. Ja. Aber ich habe es ja immer davor geholt, bei Videogame Store. Oder die haben es immer so davor unter der Theke verkauft, weil sie es nicht verkaufen und wir hatten zwei Tage vorher FIFA. Ja. Und ich hör zu, mit, was waren 2300 Points? Waren 7 Drafts. Ich habe mit jedem 20 Euro Draft gespielt, weil ich fast jedes Draft gewonnen habe. Und die Packs hat er immer aufgehoben und gewartet, bis ich nach Hause komme, dass er sie zusammen öffnet. Ja, wie zwei Brüder habe ich gewartet. Mit diesen 20, ich habe nie Packs gezogen, weil das macht keinen Sinn. Das sind 7 mal 3 sind 21. Und deshalb, ich habe damit Münzen immer Packs gezogen. Ja, ich habe ja total Packs gezogen. Aber da habe ich nicht mehr. Da habe ich aufgehört, weil ich gesehen habe, dass du, ich wollte dir was so, ich wollte nicht und dir das kaputt machen. Weißt du, du grindest, ja. Dann komme ich, zieh ein paar Packs, zieh nichts, haha, hihi. Weißt du, und dann, wo immer so bergauf ging und sowas, und mein Vater halt wollte, dass ich Fußball spiele und mit Ermin immer streitet wegen mir mit PlayStation, dann kam ich mit Dortmund in Kontakt, so danke, langsam. Corona. Und dann, der Corona und Dortmund. Du hast ja gespielt, das erste Spiel. Da warst Home du Challenge. Nicht bei Vertrag. Home Challenge. Mit Ashraf Hakimi? Hakimi gespielt? Im Du. Hakimi hat gespielt und du hast gespielt gegen Tim Latka. Und Nassim Boujelab. Ja. Ja, genau. Nassim Boujelab, Hakimi und du gegen Latka. Revier Derby. Boah, das war krass. Das haben sie gemacht. Home Challenge. Ja. Und Haaland, bis heute. Und der Punkt, wo mein Vater so erste Mal so dann realisiert hat, mit irgendwas. Es lief auf der Zone, deswegen. Ja. Mein Vater ist gesessen, hat der Zone auftritt und sieht dich auf der Zone im Kinderzimmer sitzen. Ich bin nicht an einem gesessen. 2-3 Meter von ihm, ja. Ich bin am Bett gesessen, weil ich wollte nicht. Also, ich wollte nur, dass Eldin da alleine sitzt und Dortmund hat gesagt, bitte nur eine Person. Und ich so, ja, ich sitze daneben, ich habe gezittert, ich habe mein Leben nicht gepackt. Ja. Was das war. Ich habe einfach 0-0 gespielt. Letzte Situation, ich habe Stange oder so geschossen. Na, Haaland zur Flanke aus mit Innenseite in der Luft. Er hat ihn nicht gemacht. Und erste Aktion, auch wo mein Vater dann so richtig dahinter full war. Dass er gecheckt. Und ich habe das auch verstanden, dass er nicht so dahinter war. Meine Mutter war komplett dahinter und Ermin. Die wussten so, okay. Das kann vielleicht klappen. Und ihr wisst eh, Mütter und sowas, die ermöglichen ihren Kindern alles. Ja, aber unser Vater war halt dieser fußballbezogen. Ich war bis... Papa ist immer strenger. Also, Samstag, 9 Uhr, er weckt mich auf. Wir haben viermal die Woche Training gehabt, Admira. Einmal Wochenende Match. Und Samstag, Sonntag nach Match, nächster Tag, er weckt mich auf, 9 Uhr, private Training. Wir gehen. Private Training bei Jugos. Jeder Jugo, egal was... Serbe, Kroat, Bosnien, Mazedonien, egal was. Jeder kennt diese privaten Trainings. Schreibt bitte in die Kommentare, wer auch private Training gemacht hat in Hallen. Ja, schreibt es rein, das war krank. Wisst ihr, wer mein größter meister Gegenspieler war? War diese Wand. Ja, ganz ich habe gegen diese Wand Pässe gespielt. 100.000 vielleicht insgesamt. So mit Schwitzen, so mit. Das war so diese, die war schlecht danach. Das, du warst kaputt. Weil Turnhalle waren, diese Turnhallen bei uns sind ja katastrophal. Das ist ja. Und Fenster kannst du nicht einmal kippen, Fenster fällt runter, wenn du Fenster aufmachst. Und du hörst nur diese Balken, man. Ja. Puff, 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 puff. Oder du gehst raus, Halle, du hörst nur diese Bälle, toff, 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 die ganze Zeit so. Durchgehen und dann du kommst wie ein Turnsaal halt. Jeder, der kennt diese Turnhallen, das ist nicht wie in Amerika, diese Gyms, die sie haben, die Basketballer. Bei uns, es gab nicht mal Fenster, nichts gab's. Normal, und normal denkt er so und hat er so alles versucht und dann auf einmal FIFA. Und dann haben wir hat Dortmund
Flug und so alles gezahlt für Unterschrift, Vertragsunterschrift, Flug nach Dortmund. Ja. Und das war der erste Flug von meinen Eltern. Sie sind zum ersten Mal in ihrem Leben sind sie geflogen. Zum ersten, müsst ihr euch vorstellen, das ist jetzt 6 Jahre her. Nein, 4. Ich glaube 4 Jahre. 4, ich habe 21 unterschrieben. Ich war 21. 3. 3 Jahre. Ja, das ist mein 4. Jahr jetzt als Bruder. Ja, das ist 3 Jahre her. Meine Eltern sind zum ersten Mal geflogen. Das heißt, weil nicht das Geld war, sagen wir mal, sie wollten lieber Urlaub in Kroatien machen, wenn wir Urlaub gemacht haben. Aber es war halt so, Fliegen war etwas, meine Mutter hatte Angst, mein Vater ist noch nie geflogen. Du kennst es nicht, was Fremdes. Ja. Für ihre Generation, ich weiß nicht in Bosnien damals, ob man überhaupt so, ob das so kommen war, weißt du, fliegen. Mhm. Aber ja, wir waren in Bosnien, halt diese Stories erzählen wir dann anders mal. Ja, erzählen wir den Teil 2. Dann musst du aber einen ganzen genug. Teil brauchen wir dafür. Du brauchst diese Dortmund-Fokus, es fehlt alles. Dortmund-Fokus, wir haben nur angerissen, Reise ESR, nach die Dortmund, ganze Sache. Ging dann los, ja. und da war mein Vater dann. Da hat Papa gemerkt, hey, mit Geld, er verdient sein Geld wie Vertrag. Wie? Vater sitzt da, Dortmund-Trikot. Also. Wie Vertrag? Mein Vater kriegt also, Dortmund-Trikot, er kriegt Trainingsanzug, er sieht Stadion, er steht im Stadion drin. Wir sind nicht nach Dortmund direkt, wir sind nach Köln geflogen. Mein Vater ist heute Österreich, Köln. Also dieses Ö liegt den Jugos gar nicht, weil das gibt es bei denen im Alphabet nicht. Köln, Österreich, ja, meine Sohn, spielen den guten Fußball, ja. Und dann ist ein Stadion, dann war Buff. So, ich kenne das Signal, Iduna Park. Da haben wir Vertragsunterschrift gehabt, Teamvorstellung, Bilder machen und so. Das auf einmal, ich war ja erster österreichische FIFA-E-Sportler für Dortmund. Ja. Ich war der Erste. Du warst der zweite E-Sportler für Dortmund jemals. Ja. Du warst, es gab ein, zwei Dennis, wurden zeitgleich Dennis, announced. Dennis und du. Deninho, ja. Dennis ist mit dem Fahrrad gefahren, du mit der Bahn. Ja. Das Announcement-Video. Und das war erste, das war unglaublich für ihn im Stadion. Da hat dann jeder gesehen, sowas, was da möglich ist. Und sobald halt auch so mehr Geld fließt und sowas, wie gesagt, ab 16. Wenn Geld fließt, ist alles kein Problem. Wenn Geld fließt, ist kein Problem. Ja. Wenn Geld reinkommt, du. Aber das Wichtigste ist, ich sag's bis heute, worauf ich sehr stolz bin, dass du Schule fertig gemacht hast. Eldin hat trotzdem gesagt, auch wenn es jetzt, sagen wir, Gott sei Dank, natürlich, man weiß nicht, was in der Zukunft passiert, aber dass es nicht sein Weg war, der schulische Weg, sondern er wusste, er wird was mit Twitch weitermachen, Gas geben, weil er hat schon sich ein Fundament aufgebaut mit der Zeit, mit FIFA, mit den Followern. Du hast Follower aufgebaut, das wäre schade, das jetzt zu verschwenden. Versuch durchzuziehen, versuch durchzustarten. Wenn es was wird, wird's. Aber er hat trotzdem Schule fertig gemacht. Er hat sogar, ich glaube, letztes Jahr, also 22 auf 23, war er trotzdem jeden Tag noch in der Schule. Ja, fast jeden Tag. Also war schon schlimm. Da war schon ganz schlimm mit den ganzen Challenges. Aber manchmal, ich kann es erzählen. Schau, es war so, es war problematisch. Schau, Hack, Handelsakademie. Schon schwer. Also es 15 ist Mädchen in der Klasse, 3 Jungs bei uns. 3 Jungs. Und natürlich, Mädchen immer brav, die Jungs waren auch brav. Wer fehlt immer nur? Ich. Aber ich fehl nicht, weil ich schlimm bin. Ja. Ich fehl, weil ich müde auch war. Ich war müde du immer. Du hast gestreamt, ganze Weekend, jedes Wochenende. Ich stream, ich mach Video, ich spiel das Turnier, ich muss practicen, ich muss grinden und sowas einfach. Und dann noch Schule nebenbei und lernen. Und ich war kaputt. Was auch crazy war, Anfangszeit. Oder, oh mein Gott, E-Champions League, Dortmund macht mir ein Schreiben, dass ich fehle eine ganze Woche in Champions League London und mit Dortmund so Brief mit dieser BVB-Stempel, BVB unterschrieben. Ich gehe so zu meinem Lehrer vor Klasse. Sag's, der Professor, ich bin nicht da, ich bin in London. Ich kann nicht, ich muss dahin bitte und so. Können Sie das bitte unterschreiben? So. Was Schaut machst so. Du? Immer so, die alten was, Lehrer. Was machst du so? Ich sag so, ja, ich spiele FIFA. Professionell. Ich spiele für Dortmund, falls ich das kenne. Bei uns mein Kind Rapid Austria. Die kennen mehr Rapid Austria, als sie Dortmund Bayern kennen. Das ist. Ja, aber das ist halt. Das ist und dann habe ich eine Woche frei bekommen vor ganze Klasse. Das war crazy.
Man dachte, ich bin Mbappé in London, in Champions League. Aber weißt du was? Das geht nicht. Wir reden hier schon seit einer Stunde. Wir müssen da ganz Champions League, BVB-Sache, Fokus, ESR. Wie ich zu Dortmund gekommen bin, Dortmund, ja. Mit 16 in Dortmund, Erne erste Mal gesehen, zu Fokus dann gekommen. Sydney erstes Mal gesehen. In Champions League, ich habe aus meinem Kinderzimmer geschafft, mich für ein FIFA-Turnier zu qualifizieren, was mein Traum war, mit Ermin als Coach. Diese Story auch, alles, es fehlt noch. Erste Mal die Jungs gesehen, dann auch, alles fehlt. Schauen wir jetzt, wie das bei euch ankommt. Hoffentlich gut, positiv. Schreibt in die Kommentare unbedingt, was wir das, unser erstes Mal, dass wir also einen Podcast aufnehmen, vor Kameras, ist wirklich anders. Ungewohnt. Der Anfang war auch, man muss reinkommen, du redest, man unterhält sich so, aber nicht direkt. Es ist nicht so, dass wir müssen trotzdem in die Kamera reden, müssen schauen. Man kriegt aber keine Rücksprache so. Genau, du kriegst kein Feedback, du hast gar nichts, nicht annähernd viel. Keiner schreibt haha, keiner schreibt oha, cool. Ja. So. Deswegen würde ich mich freuen, dass ihr sagt, was wir besser machen können. Und lasst ein Like da und ein Abo da und supportet alle Leute. Supportet. Wir holen noch vielleicht hier nächstes Mal, wenn Musti da ist, vielleicht bald. Musti. Zu Geburtstag. Riede. Musti kommt her. Riede irgendwer, der kommt. Komm, Wippal. Musti kommt hierher, er erzählt. Ich teaser nur einmal an oder so. Also, das ist krass. Also Musti hat eine Story. Er wurde einfach. Oder er wurde. Also das ist eigentlich crazy. Musti wurde einmal überfallen, aber ihm ist nichts passiert. Und das war nicht irgendwas so mit Messer oder so, aber sein Laden, er wurde so ausgeraubt. Tourstar wurde ausgeraubt. Leute haben Handys geklaut aus dem Laden. Und Musti stand da und so, weil er gearbeitet hat. Das muss Musti erzählen. Musti. Aber deshalb, lass Support da, Leute. Man könnte lass weiter. Liebe da. Das war so das erste Mal jetzt so. War ein bisschen ungewohnt. Deshalb verzeiht irgendwelche Sachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt noch sehr viel zu erzählen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Das war einfach so der Anfang, wie ich die Jungs kennengelernt habe, wie ich begonnen habe, wie Kanne an FIFA geglaubt hat. Ja, das. Wie unsere FIFA-Legacy damals war. Wie cool bis heute. FIFA damals war. Bis heute, Ermin und ich schicken uns TikToks von FIFA 15 und 14 und 16. So Flashback-Karten und so Flashback-Teams. Oder ja. Unglaublich, wie cool FIFA damals. Darüber, es gibt noch so viel zu bereden. Und das wäre dann der nächste Teil, Leute. Deshalb lasst Liebe da. Das war's von uns. Haut rein. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder. Yeah, beim nächsten Video. Yeah. Jetzt mich mitnehmen. Yeah.